Hallo, hier ist Ronja und guten Morgen allerseits. Ich bin frisch aufgestanden und heute haben wir eine Mission, denn wir essen den ganzen Tag lang nur Minecraft-Essen, wie ihr vielleicht schon am Titel erkannt habt, weswegen ihr vielleicht auf das Video geklickt habt. Jedenfalls habe ich mir gedacht, ich habe so ein paar Videos schon irgendwo auf YouTube rumgeistern sehen. Ich weiß jetzt nicht genau bei wem, aber falls ihr jetzt sagt, oh, das hast du voll geklaut von Person X. Ja, ich habe es dann wahrscheinlich bei Person X gesehen und habe mir gedacht, hey, lass uns das ausmachen. Ich habe es aber nicht für Minecraft gesehen. Ich habe es für Sims oder für irgendwas anderes habe ich es gesehen. Aber das ist nicht der Punkt. Wir essen heute Minecraft-Essen, weil ich echt Hunger habe und es sehr früh ist. Und ich nicht weiß, was es an Minecraft-Essen gibt, weil ich im Gegensatz zu dem, was ich gerne behaupte, nicht so der Minecraft-Profi bin. Esse ich jetzt erstmal Apfel zum Frühstück, weil die Verzweiflung ist groß, der Hunger ist groß. Ich weiß, dass ich sonst nichts da habe. Wir gehen gleich zusammen einkaufen, okay? Wir gucken gleich, was es so gibt und dann gehen wir zusammen einkaufen. Aber ich hole mir schnell einen Apfel. Und wieder da. So, ich habe hier ein bisschen Apfel, weil, wie gesagt, Frühstück, Hunger, noch keine Lust einkaufen zu gehen. Und wir gucken jetzt, was es so an Minecraft-Essen gibt. Okay, ich bin fündig geworden. Und zwar haben wir einmal als Gericht Ofenkartoffel, das steht in Minecraft drin, dass es das angeblich gibt. Also wahrscheinlich einfach gegrillte Kartoffel. Und als zweites Pilzsuppe. Ich darf ja die ganzen Fleischsachen nicht essen, was heißt, ich darf nicht, ich will nicht. Das heißt, wir müssen uns auf die vegetarischen Optionen konzentrieren und ich will nicht den ganzen Tag Karotten essen, deswegen machen wir Pilzsuppe. Und Brot geht auch, das heißt, ich habe Brot schon selber gebacken, das würde ich mir noch auftauen. Das ist die Hälfte im Tiefkühlschrank, weil ich so viel Brot gebacken habe. Aber genau, dann essen wir Pilzsuppe, Brot und Ofenkartoffel und kein Apfel mehr zum Frühstück, weil der ist aufgegessen. So, ich war jetzt einkaufen, bin auf dem Nachhauseweg und es gab keine großen Ofenkartoffeln, deswegen müssen wir das jetzt mit kleinen machen, aber so ist das Leben, ha? Huh? So, als professioneller Küchenchef esse ich natürlich nicht die Kartoffeln pur. Weil es ist, also ganz ehrlich, ja, so ja, technisch gesehen sind es Ofenkartoffeln. Aber jeder weiß, dass Ofenkartoffeln mit Kräuterquark sind. Deswegen haben wir sowohl Kräuter als auch Quark. So, und hier haben wir unser erstes Essen. Sie sind zwar klein, aber sieht voll lecker aus. Seht ihr's? Seht ihr's? Und das ist Quark. Der tarnt sich nur in der Helligkeit. Dann so. So, Della, es ist halbwegs dunkel, es ist natürlich super spät, aber es ist spät genug, um mit dem Essen kochen anfangen zu können, ohne dass man in absoluter Dunkelheit filmen muss. Wir haben als Abendessen Pilzsuppe und ja, ich habe glücklicherweise vorher, bevor ich einkaufen gegangen bin, das Rezept gelesen und weiß, dass wir Sahne brauchen, beziehungsweise ich habe Sojasahne geholt, weil ich normale Sahne nicht so mag. Und ja, ich würde sagen, wir versuchen es mal, ne? Bis jetzt läuft es ganz gut. Also, tatsächlich hat das Minecraft-Essen relativ viel Variety. Übrigens, falls ihr nochmal sowas sehen möchtet, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wir können das bestimmt auch machen für Sims oder für, keine Ahnung, ob Fortnite Essen hat, aber sagt ihr es mir. Also, ich überlege gerade nur, was Essen hat. Aber genau, falls ihr das möchtet, dann gebt mir Bescheid, dann können wir das gerne machen. Und falls euch das Video bis jetzt gefällt, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und falls ihr das noch nicht getan habt, abonniert gerne den Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine Videos mehr. So, unsere Suppe ist fast fertig, deswegen machen wir mal das Brot in den Toaster. Das habe ich übrigens selber gebacken, möchte ich nur mal anmerken. Wie ihr vielleicht auch
an der backblechförmigen, nicht mehr Backblech, Backgitter, wie heißt denn das? Das ist was normale Gitter halt, was im Backofen drin ist, förmigen Unterseite erkennt. Schick, ha? Das war nicht beabsichtigt. Ich hätte ein Backblech benutzen sollen. Und fertig. So, und das ist mein letztes Gericht des Tages, wenn es nicht so unterbelichtet wäre. Ich habe Brot, was ein Minecraft-Essen ist, und Pilzsuppe, was ein Minecraft-Essen ist. Und das sind meine letzten Minecraft-Essen. Falls ich noch hungrig werde, mache ich mir ein Ei, das filme ich dann. Aber ich denke nicht, ich bin halbwegs satt und es ist schon halbwegs spät. Ich habe ehrlich gesagt in meinem Leben noch nie Pilzsuppe gegessen, aber es schmeckt überraschend gut. Ich meine, ich mag Pilze, deswegen ist es nicht so eine Überraschung. Aber es schmeckt gut, was mich freut, weil wenn es nicht schmecken würde, wäre es unlucky. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da, darüber freue ich mich immer sehr. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, wie gesagt, abonniert den Kanal, es ist kostenlos und ihr kriegt immer die neuen Videos in eurer Abo-Box angezeigt. Und wenn ihr Next Level sein wollt, drückt ihr die kleine Glocke. Und falls nicht, dann müsst ihr das natürlich auch nicht. Ich zwinge hier keinen. Aber es wäre besser. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!